Können Sie uns bitte etwas über Ihre Tätigkeit erzählen? Ja, gerne. Gwendolyn, soll ich anfangen? Und du übernimmst dann auf dem Weg? Gerne. Ja, sehr gut. Also wir sind Webinar-Experten und E-Learning-Spezialisten und Online-Kommunikationsexperten. Und unsere Tätigkeit ist es, Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu helfen, ihre Ziele via Webinare zu erreichen. Gwendolyn, magst du sagen, was vielleicht was ein Webinar ist? Ja, gerne kann ich das mal erzählen. Und zwar geht es darum, dass wir ja quasi Online-Seminare umsetzen. Das heißt, viele kennen ja die Präsenzveranstaltungen und wir bringen das Ganze in ein Online-Format, sodass sie viel Zeit und Geld sparen können und ihre Kunden auch auf diese Art und Weise erreichen können. Genau, Webinare sind eben ein Online-Event, bei dem man Informationen vermittelt und mit den Teilnehmern stark interagieren kann. Und die Kunden, mit denen wir arbeiten in unserem Tätigkeitsbereich, haben unterschiedliche Ziele. Manche wollen zum Beispiel das Webinar als Medium nutzen, um Kunden zu gewinnen. Das kann zum Beispiel stattfinden, indem sie eine Marketingveranstaltung dort halten. Andere wollen ihre Mitarbeiter weiterentwickeln und sie nutzen das Medium Webinare, um Seminare, die normalerweise in Präsenz offline stattfinden, online zu verlagern oder auch Coachings online zu führen. Ja, Gwendolyn, gibt es sonst noch was über unsere Tätigkeit zu erzählen? Ja, vielleicht, dass wir diese Schulungen natürlich auch gerne durchführen. Also genau das ist unser Tätigkeitsfeld, dass wir beibringen, wie man eigentlich ein Webinar umsetzt. Weil das, was so leicht aussieht, ist meistens gar nicht ganz so einfach und nicht so trivial. Und ja, die Herangehensweise ist eine bestimmte, die Didaktik und die Methodik ist anders als in einem Präsenzseminar. Deshalb ist es auch schwierig für Trainer, einfach mal kurz umzuschalten und das Ganze online durchzuführen. Und genau da setzen wir an und zeigen, wie geht das eigentlich, was kann man eigentlich machen, welche Möglichkeiten bietet ein Webinar. Also all diese Punkte gehören zu unserem Tätigkeitsfeld und genau das vermitteln wir. Genau, das ist ein guter Punkt, denn unser Tätigkeitsbereich unterteilt sich ja in drei Bereiche. Und das, was Gwendolyn gerade angesprochen hat, war das Thema unserer Ausbildung zu Webinar-Producer, wo wir Sie, Ihre Mitarbeiter oder Ihre Partner im Unternehmen oder in der Bildungseinrichtung beibringen, selber das durchzuführen, sodass wir nach dem Training rausgehen und Sie übernehmen quasi alles aus einer Hand. Der zweite Bereich ist Strategien und Konzepte. Also manche unserer Kunden wollen die Denkarbeit und die Planungsarbeit an uns übergeben und wir denken uns kluge Strategien und kreative Konzepte aus, damit es gute Webinare vonstatten geht. Und der dritte Bereich ist Produktion und Support. Also jemand, der sagt, er möchte wirklich alles aus der Hand geben, aber wirklich alles. Wir können mit unserem Team Tätigkeiten übernehmen wie die Webinar-Einladungsmanagement und Teilnehmermanagement bis hin zu Webinar-Recording oder auch Teilnahme als E-Moderator in dem Webinar. Also da ist eine ganze Bandbreite zwischen Schulen über Strategien bis hin zu Produktion und Support. Genau. Dem kann ich mich nur anschließen.